geht los. Wir sind on the road. Bist du Bremse versagt, Junge? Meine neue Herausforderung heißt Red Bull Romaniac 2022. Ich bin eigentlich Bobfahrer in der deutschen Nationalmannschaft. Ich fahre jetzt seit 38 Betriebsstunden Motorrad, also blutiger Anfänger. Ihr seht, wie ich verzweifle. Ich schaff das nicht. Ihr habt ja gesagt, wir gehen in Europa. Gleich geht's los, ihr habt Bock, Alter! Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich glaube, es ist der lang ersehnteste Vlog von allen, denn es geht nach Rumänien zu den Romaniacs. Wir sind gerade am Packen, mein Trauzeuger Joshua ist noch mit am Start, der hilft kurz ein bisschen. Ja, alle Teile kommen rein, von Ersatzteilen über Tasche, über Stühle, Mopete, kleiner Kühlschrank. Wir packen jetzt alles zusammen. Übrigens, der erste aus meinem Team, ich stelle euch mein ganzes Team vor, ist Armin. Mein Mechaniker. Ja, Armin und ich sind nochmal Trainingspartner. Wir haben viel trainiert. Armin kann aber auch ganz gut schrauben und meint, er hat Zeit. Ich habe gesagt, richtig geil. Deswegen kommt Armin als Mechaniker mit. Den Rest des Teams stelle ich euch später noch vor. Wir sind eine große Truppe. Und ja, wir packen alles ein. Dann geht's los. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Vlog. Wie das alles ausgehen wird, weiß ich ja selber noch nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Also bis später. So Leute, wir sind on the road. Es geht los. Wir sind sogar schon in Braha und wegen Armin habe ich eben 60 Euro verbraten, weil er gemeint hat, wir brauchen eine Vignette für Slowenien und dann habe ich die gekauft, wir fahren aber durch die Slowakei, das heißt, ich habe 60 Euro einfach weggeschmissen. Erzähl's richtig, Alter. Genau so war's. Genau so war's. So, jetzt fahren wir weiter und morgen früh, wenn wir angekommen sind, gibt es den nächsten Clip. Jetzt fahren wir erstmal die Nacht durch. Ich werde jetzt noch fahren bis um 1, um 2. Dann ist Armin dran. Mir gehört die Nacht. Er hat sich ungefähr 20 Energies geholt. Also, bis später. Servus Leute. Wir sind gerade eine Stunde vor Sibiu. Die ganze Nacht durchgefahren. Armin ist gefahren. Und fertig, Alter, ey. Oh. Die Nacht geprägt von Sekundenschlaf bei Armin. Ja. Zähne putzen, bisschen frisch machen und dann geht's direkt zur Anmeldung. Ich nehme euch mit. Leute, wir sind endlich angekommen. Hier ist das Ramada Hotel. Hier findet die Anmeldung statt. Ich packe jetzt alles so zusammen, was ich halt brauche für die Anmeldung. Henry meinte, Trinkrucksack mit einem Zeug drin und die GPS nehme ich mit. Ich bin richtig fertig, obwohl Armin die ganze Nacht gefahren ist, bin ich müde. Die ganze Nacht Drum and Bass gehört, ey. Ich hab mich gefühlt, als wäre ich in der Disco in der Ecke eingeschlafen, ey. Ich nehme euch mit. Armin übernimmt jetzt die Kamera für die Anmeldung. Also wir sind jetzt hier bei der Anmeldung. Gucken wir einfach mal, wie das jetzt hier zurande geht. Ich muss übelst. Ich kann gar nicht mehr. Das, was ich mache, ist jetzt erstmal das Klo. Viel Erfolg, Paul. Accommodation ist das Einzige, was unten ist, der Stempel. Sonst ist alles
andere oben. Also Startnummer ist da vorne. Was ist hier? Die Starting Fee, da ist sie schon immer da oben. Aber das hast du jetzt schon gemacht. Starting Fee habe ich schon genau. Also, genau, die hast du schon gemacht. Accommodation ist unten. Geh ich runter, also gehe ich jetzt runter? Nein, wir würden leider weitermachen. Was ist das Accommodation? Ob du Hotel hast oder mit oder ohne. Ja, ja, ich habe. Genau, okay. Das sollen wir dir alle. Geh ich dann jetzt gibt's Stadtnummern. Hey. Wie es aufgeregt, Alter. The smaller ones are on the side. Don't cut any part of it because they have transponders in it. This is on your back or a backpack. You have to learn all the time in a prologue, and if you lose it, you come back and get it. No. Enjoy. That is here. Brille, Aufkleber, Kinder. Hier ist relativ dunkel, ich hoffe, man sieht es trotzdem. Also wir sind jetzt fertig, wir machen jetzt noch Interviewfoto, geben die GPS ab. Fotoservice und dann ist also irgendwie Parkingplatz angesagt und dann warten wir auf den Rest der Crew oder einen Teil. Blutdruck war ein bisschen hoch. Alles lag an der Manschette. Die Manschette war bis 35 cm Armumfang. Ich habe halt, keine Ahnung, 43 oder so. 50 Jahre. So, this is for you. Good luck and have fun. Thank you. So, Leute, ich habe mein Ticket. Ich bin fertig mit der Registrierung. Ja, ging eigentlich relativ schnell. Viel schneller, als ich erwartet hätte. Jetzt haben wir unseren Parkplatz geholt. Hier werden wir die nächsten Tage stehen. Muss nochmal Armin suchen, wo er steht. Und dann müssen wir noch ein bisschen warten und dann ist irgendwann auch Check-in ins Hotel. In das My Continental. Genau, ich bin relativ müde, was aber, denke ich, normal ist nach so einer Fahrt. Und ja, wir werden weitersehen. Bis später. Wir sind angekommen im Hotelzimmer. Alles hier ist bereit. Ganz wichtig, Protein-Block. Und ja, trinken hier unsere Taschen, Renntasche und meine normale Tasche, unser Bett. Armin ist richtig fertig, der ist schon seit 36 Stunden wach. Ja, jetzt heißt es kurz mal ausruhen, auf die anderen warten, weil wie gesagt, wir sind ja eine größere Truppe. Der Henry, der fährt selber noch was dabei, Atze fährt auch, der Papa von Eddie Findling. Eddie macht Opener, am Montag kommt noch mein Physio und mein Betreuer Gerhard Forster. Darauf freue ich mich auch sehr. Die sind auf dem Weg mit der GS, fahren die. Und ja, jetzt erstmal chillen. Und dann gucken wir heute noch den Prolog an. Bis dann. Stell dich vor. Kannst du bitte die Kamera ausmachen? Ja, bist du. Ich bin schüchtern. Eddie Findling ist auch am Start, aber der ist schon wieder ein bisschen dusselig. Sagt der Paul Grenz, Deutschlands dichtster Schlittenfahrer. Und ich werde im Sprint gegen Tim Apolle mit Abstand verlieren. Sagt der Community auch nicht Hallo. Kannst du bitte auf meiner Porno-Couch weggehen hier? Da kann ich nicht zeigen. So, die Crew ist fast vereint. Henry, Henrys Mechaniker. Alze am Start. Eddies Papa. Alzes Mechaniker. Wir gehen jetzt was essen. Und dann gucken wir einen Prolog an. Henry und mir geht schon richtig nach Stift, oder? Auf alle Fälle. Ah, krieg mal hin. Also fährst du übermorgen Prolog? Das sehe ich erst mal her, wenn ich ihn gesehen habe. Also, bis dann. Weiter. Jetzt wird gegessen. Also Balsamico Öl? Hier sieht's gut aus. Jetzt stimmt's Eis. Also ich hab mir leckeres Eis geholt. Es gibt aber Leute, die holen sich kein Eis, weil sie dick sind. Die holen sich kein Eis, weil sie keinen Bock haben auf Salmonellen. Weil sie so dick sind. Vlog ist live. Das ist ab, hier runter zu fahren, da kann sich auch schon überschlagen. Richtig. Oder wirklich hier. Hier rein kannst du gut. Dann hier musst du im Fluss bleiben.
Weil hier hast du ja, wenn die immer unten steht, bekommst du die ganze Stange raus. Der Balken nicht schief. Da ist nicht ausgerichtet, wenn Wasser war. Geht nicht. Das ist schief. Was sagst du? Mach das so mit den Füßen absetzen, oder? Dann immer hier warten. Echt. Genau. Mal kurz auspendeln wieder und dann weiter. Guck mal, fährst du hier ganz rechts? Ja. Hier sind die Räder klein, da hast du gleich eine Lücke, da kannst du durch. Aber musst du mal dran denken, ja, das ist Gummi, oder? Bremst. Abdrücken. Weißt du, wenn ich das mit Kevin mache, ja, Props an Kevin, ja, der gibt mir wertvolle Tipps, aber bei dir kommt nur dumme Scheiße rum. Das war jetzt verkehrt. Damit ich nicht denke. Geschwindigkeit schafft Sicherheit. Und wie war das? Ja, fällt dich doch mal bitte selber und sag das mal bitte in die Kamera. Ja. Geschwindigkeit schafft Sicherheit. Das war unser Credo. Wieso? Fahr doch hier, richte doch geradeaus zu den Stämmen. Und dann fahr ich drüber. Und dann fährst du drüber einfach. Ja, das ist schlauer. Oh, Junge, mir geht's morgen rum. Ich glaube, das sind die Salmonellen vom Ei. Quatschkopf. Also Henry, für mich ist das da, das ist das Schlimmste da vorne. Was ist da vorne? Mhm. Das ist das Schlimmste hinten. Ich würde sagen, die Reifen. Da hängen viele drinnen. Da kommst du Sandwich aber, auf jeden Fall. Da kommst du da auch hängen drüber. Sie übereinander. Du musst die genau mittig nehmen. Genau, was du musst das? Im Fluss bleiben. Na, in der Mitte von Reifen musst du bleiben. Ja. Und nicht stehen bleiben. Und nicht stehen bleiben. Hinten belasten schön das Hinterrad und dann das einfach ist, durchziehen. Das ist für mich das Schlimmste. Nee, ich glaub's auch nicht. I'm saying, you're right. Oh, my wife. Oh, das schaffe ich. Aber wenn du da zu langsam bist, kippst du nach vorne unten runter, ne? Ja, dann fahr doch hier drüben. Guck mal. Das kannst du einfach runterfahren. Bin ich überzeugt von. Arsch nach hinten und rollen lassen. Zur Not kann ich auch absteigen. Was ich nicht verstehe, die haben ja hier eigentlich gesagt, dass man da so durchfahren kann. Wenn du hier ein Stück zu weit fährst, gell? Du musst hier wirklich zum Ziel. Aber Handy ist das. Hier kann man sich nicht überschlagen, oder? Die Steine im Steinfeld liegen richtig scheiße. Entweder fahre ich hier rein oder hier drüben. Hier. Hol, hier. Nee. Doch. Den nehme ich. Den und den. Die Runde wird eklig, Alter. Ich denke nicht. Doch. Hier, da. Hier, die ist gut. Hier. Hier rein. Und links drüber. Hier gibt es ungefähr 1000 Möglichkeiten, über länger zu gehen. Hier runter. So sehe ich das hier. Das ist echt so ein Trackwalk hier. Guck mal da unten, wenn du da mit Vorderradblöde einstichst. Ich bin auf jeden Fall über den Lenker. Schmeißt er um, genau. Schmeißt er einfach um. Es fehlt noch was, Henry fährt die Rampe. Henry, fährst du die Rampe? Es gibt nur eine Option. Nee, ich fahr dann drüben. Ja, ich auch. Ich auch. Wenn ich hier anfahre, gell, steht mein Vorderrad hier ungefähr. Da muss ich nur einfach mit Schwung, einfach gucken, einfach noch fahren. Einfach losfahren. Da musst du nicht mal Meter machen. Ich hab den Meter. Digga, bist du bescheuert, Alter? Was ist denn? Digga, hör auf damit. Das meine ich nicht ernst. Ich spring doch nicht so eine Freestyle-Rampe. Nee, das Problem ist, dass du so kommst. Du wirst ja, aber du bist aber doch nicht gerade. Du kommst doch so ein. Weißt du, wie viel ich in meinem Leben gesprungen bin? Vielleicht 3 Sprünge. Der Paul, der macht sich immer so fertig, gell? Dabei kann der das alles. Aber so viele Trainingsstunden mit Mirko zusammen. Ist es der Nagel da hinten? Man muss immer den Leuten der Konkurrenz so tun, als hätte man über Schiss. Das ist Quatsch. Hier ist ja kein Problem. Wir haben uns heute ein bisschen warm gemacht, so ein bisschen dumm geblänkelt. Wir gehen jetzt ins Bett und gucken uns morgen nochmal den Prolog an. Ein bisschen fehlt noch. Wie gesagt, ich denke, alles machbar. Bei Paul so auf Poltares steht. Das ist genau das richtige Motorrad. Ist schon dunkel. Wir gehen ins Bett. Morgen früh gehe ich ein bisschen fahren und dann werden wir mal weitersehen. Bis morgen. Tag 1 ist um. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2. Wir haben es kurz vor 7 und gehen jetzt frühstücken. Danach machen wir das Moped fertig und danach gehe ich das erste Mal fahren hier. Hier gibt es eine Übungsstrecke, so ein GPS-Track. Den werde ich mir mal angucken. Und ja, gleich geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und bis später!
Wie ihr sehen könnt, ich bin angezogen. Motorrad ist bereit, Atze ist auch bereit. Henry bummelt wieder ein bisschen, aber ist auch bereit. Und jetzt fahren wir eine kleine Testtour, ein Stündchen, weil das Motorrad wurde ja komplett gemacht. Das seht ihr, habt ihr am Vorbereitungsvideo gesehen. Und wenn nicht, wäre das der Moment, wo ihr das Vorbereitungsvideo schaltet. So, jetzt fahren wir los. Jetzt geht's gleich richtig. Bis später. 15 Kilometer sind ungefähr um. Und ich muss sagen, Motorrad läuft super gut, echt. Bin voll zufrieden. Ist schon wieder richtig staubig. Und ja, jetzt fahren wir hier noch die Runde zu Ende. Wie gesagt, passt alles, Fuß geht auch. Da hatte ich ein bisschen Bedenken, weil ich mir den ein bisschen angestoßen habe. Und ja, ich denke, Armin hat da gute Arbeit geleistet. Ein bisschen Feineinstellung von der Kupplung noch, da stört mich noch ein bisschen was. Der Lenker muss noch ein Stück nach vorn, aber sonst Armin, Robin, Mirko, sehr gut. Bis später. Wir sind gerade auf dem Weg hier ins Paddock oder sind da schon drin. Wir fahren hinter zu X-Grip und laden aus. Kannst du dir da vorstellen. Und dann fahren wir den Nations Ride mit. Wird geil, denke ich, wird geil. Jetzt geht's los. Ist so geil, wie die Leute das hier feiern, ne? Jetzt singen wir mal ein paar, okay? Jetzt kommt Letty! So, Freunde der Sonne, ihr kennt eigentlich das Team, ihr kennt Henry, Henry ist Mechaniker, ihr kennt Atze und Atze ist Mechaniker. Und jetzt ist der wichtigste Mann von der ganzen Rumänien gekommen, Pauli, der Physio ist endlich da. Und Gerhard Forster, auch am Start. Genau, servus. Genau, die unterstützt das ganze Team noch. Wir gehen jetzt zum Briefing, Riders Briefing. Und ja, dann gehen wir essen. Und dann gucke ich mir mit Gerhard noch meinen Prolog an. Weil wenn einer Erfahrung hat, dann er. Ne? Also, bis später. So, wie ihr seht, Pauli und ich und der Rest des Teams, wir lassen es uns gut gehen. Wir haben relativ lange aufs Essen gewartet, aber jetzt ist es soweit. Danach gucken wir uns noch kurz den Prolog mit Gerhard an. Der muss uns da, Gerhard muss uns beide hier ein bisschen besänftigen. Wir sind gerade am Prolog angekommen. Und jetzt fahren wir mit Pauli so. Der erste Eindruck, was er dazu sagt. Pauli, erster Eindruck? Vom Feinsten, ich würde alles drüber springen, dann kann man nicht hängen bleiben. Mit natürlich, der GS. Mit natürlich der GS. Nicht, natürlich nicht. Man muss sagen, Gerhard und Pauli, die sind die haben zwei BMWs, so GS, und sind damit sogar angereist. Und Pauli hat ja gerade gesagt, also mit der GS würde das natürlich springen. Ne? So, wir gucken jetzt Prolog an. Die hat nur 250 Kilo. Aber Gerhard, ich habe Gerhard ihn gefragt, der hat gesagt, springt man locker hier. Also hier ist so ein Sprung, ne? Ihr habt das ja gestern gesehen, hier Absprung, da Landung. Gerhard hat gesagt, machen wir locker, aber ich mache das nicht. So, wir gucken jetzt im Ruhrprolog und wir sehen uns morgen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis später. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute auf dem Plan der Prolog. Ich ziehe mich gerade an, dann geht es direkt hin, ist nicht weit weg, 100 Meter oder so. Ja, was soll ich sagen, der Prolog hat es wirklich in sich. Ich denke, jeder, der den gesehen hat von euch, weiß, dass es hart wird und weiß, dass es ein krasser Prolog ist. Ja, Motto, nicht verletzen, irgendwie durchkommen. Habt so irgendwie durch, drückt mir die Daumen und bis später. Ich ziehe mich an und dann geht's los. Wir sind am Prolog angekommen, die Maschine steht bereit, die Silberklasse startet. Hier kannst du mal gucken, wie viele hier sind. Henry auch schon am Start, Henry eine Reihe weiter vorn. Und ja, jetzt heißt kurz bei der Silberklasse zugucken, noch mal ein paar Tricks abschauen und dann geht's demnächst los. Here is the team that she fought with the Fasciste.
Das sind ja Marco Bacetti, die Paraguay, die Maschenko. Sehr gut! Irlanda, with the luck of the Irish. Irland, Polaka, alles, was ich dachte, was scheiße wird, war mega flüssig. Und dann stehe ich da vor den Stämmen und scroll dreimal zurück. Dann die Karre, die geht nicht. Dann habe ich gemerkt, ach scheiße, ich habe einen dritten Gang drin. Dann habe ich schnell umgeschaltet, dann ging es da. Aber flüssig, oder? War super flüssig, ey. Die Reifen komplett gerockt, oder? Ja, die Reifen waren gut, Alter. Du warst so schnell, ich bin gar nicht dran geblieben. Ja, ja. Kein Scheiß. So, Prolog geschafft, Platzierung sagen wir euch dann. Jetzt ab ins Fahrerlager, wo Peter ein bisschen unbaren Fuß ausruht. So, der Prolog ist um für mich, das habt ihr alles mitbekommen. Ihr habt sicherlich auch den Ältesten im Team mitbekommen, den Atze. Atze ist, glaube ich, schon über 60, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und Atze werden wir jetzt mal richtig durch den Prolog brüllen. Komm, Atze! Auf geht's, Atze! Auf geht's, Männer! Ei, komm! Super Jungs! Komm! Und weiter geht's, Alter! Komm! Das ist Teamwork! Auf geht's, Männer! Komm! Auf geht's! Jawohl, Jungs! Ihr habt's geschafft! Jawohl! Leute, ich sage euch, ich bin ja nicht oft sprachlos, gell? Und ich habe auch nicht so oft reden lassen, gell? Aber wenn einer meiner besten Freunde hierher kommt und überrascht mich und ich davon nichts wusste, ist das mega geil, Alter. Kevin ist einfach hierher gefahren. Er ist einfach direkt nach dem GCC losgefahren. Ich wusste von nichts, ne? Das ist krass. Das hat mich gerade echt überrascht, ey. Kevin, du bist einfach der Krankeste. Kevin hat sich geduscht. Wir sind in der Stadt, haben uns gerade den Goldklasse-Prolog angeguckt. Wir wollen jetzt was essen gehen. Haben das Motorrad soweit fertig gemacht. Besser gesagt, Armin hat das Motorrad fertig gemacht soweit. Der kriegt es gar nicht mit. Mopete ist fertig für morgen. Ich bin letztendlich Platz 96 geworden in der Bronzeklasse. Ich wollte Top 100 werden, von daher mega geiles Ergebnis. Ich bin super zufrieden. Also ich bin immer noch übelst baff und überglücklich darüber, dass Kevin einfach gekommen ist. Ja, warum Kevin hier ist? In erster Linie, weil er mich überrascht hat und da dachte sich, okay, da macht er doch gleich ein neues Projekt und das könnt ihr auch mal auschecken und zwar heißt es 700 vs. Wild. Denn Kevin will in den nächsten Wochen ziemlich viele Kilometer auf einer Teneré schrubben. Richtig geil. Wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich einfach sagen, Kevin, ich komme mit, lass uns einfach losmachen, lass uns zelten. Aber was er da vorhat, ist absolut cool. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall an. Digga, ich hab eine Glücksmission für dich. Und zwar kommt jetzt gleich ein pinkes Fahrzeug und Armin und ich haben das angehoben. Das ist ein Deadlift gemacht. Ja. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob... Wo hebt man das an? Einfach hinten ran, aber da ist halt der Besitzer. Weg ist es. 95 reinsetzt. Warte mal, halt mal gegen.
Sauer. Sie hat gesehen, es kann nichts mehr schief gehen. Kevin hat es auch gemacht. Weiter geht's. So, heute gibt es nochmal Burger. Burger. Calabria. Was hast du da? Calabria. Thai Cashew. Simsalabim. Bei Jungs gibt's Pizza. Wir bauen noch was am Motorrad um. Und was machen wir noch? Bereiten alles vor. Rucksack und so, gell? Und dann geht's heute relativ früh ins Bett. Wir haben noch eine Aufgabe, bevor es morgen losgehen kann. Kevin hat noch ein paar schöne S3-Schützer mitgebracht, damit diese wunderschönen Brembo-Armaturen nicht brechen können. Wir sollen uns hier die ganze Sache etwas abstützen, dass falls der Paul doch stürzt, dass wir hier ein bisschen Stütze haben und uns die Armatur nicht wegbricht. Das machen wir jetzt noch, damit es morgen losgehen kann. Servus! Wie ihr sehen könnt, bin ich im Bett. Es ist 23 Uhr. Gleich wird hier das Licht ausgeschalten und die Klimaanlage ein bisschen hoch dosiert. Ja, dann geht's schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir haben gerade die GPS-Geräte geholt im Paddock. Jetzt fahren wir zum Start. Ich ziehe mich an und dann geht's auch schon los. Wir haben es jetzt 5:30 und kurz vor 8 bin ich dran. 7:56 ist meine Startzeit. Und ja, wir fahren jetzt noch eine halbe Stunde oder so. Ah, ne, wir haben es gar nicht 5:30, wir haben es 6:30. Genau, um 7 sind wir da und dann habe ich noch ein paar Minütchen. Ich werde euch so gut wie es geht mitnehmen. Und jetzt fahren wir erstmal hin. Später. Ich bin fertig angezogen. Moped ist bereit. Navi sind festgemacht und die geht jetzt auch am Lenker. Jetzt haben wir es kurz nach 7:56 bin ich dran, das heißt so in 10 Minuten werde ich losfahren zum Start. Das sind nochmal 2,5 Kilometer und ja, dann geht's endlich los. Ich bin aufgeregt. Fucking go, Alter! So Leute, wie ihr seht, ich bin am Start angekommen und ja, ich habe die Kamera einstecken, schauen wir mal, wie es wird. Ich zeige euch mal das Panorama, okay? Ist das geil, oder? Startzeit 7:56, ich habe jetzt ungefähr noch 30 Minuten und ja, bin echt gespannt. Aufregt mich eigentlich nicht, es geht. Könnt ihr schon. Ich sage, jetzt stehen wir hier im Stau, Traffic. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst hier wegen der Kamera, wegen Disqualifikation und so. Seht mir das nach, wenn sowas hier ist, kann ich gerne mitfilmen. Aber hier ist es schon richtig scheiße. Hey Leute, ich will jetzt echt angehalten. Ich filme 2-3 Minuten.
ein bisschen was um das einzusehen, natürlich nicht das Technische. Aber wie gesagt, man darf ja eigentlich nicht filmen, ich mache das wirklich nur, Digga, für euch. Wenn ich qualifiziert werde, wisst ihr aber. Tag 1 ist geschafft. Ich bin gerade ins Ziel gekommen und war ganz geil. Also es macht Spaß, aber ich muss sagen, es ist halt brutal schnell. Es war jetzt heute nichts dabei, wo ich gesagt habe, so, boah, ich komme nicht hoch oder boah, ich komme nicht runter. Es sind ein paar knackige Auffahrten dabei und auch ein paar knackige Abfahrten vor allem. Aber alles im Bereich des Möglichen. Also wenn du mal einen Reifen, kannst du mal kurz auf meinen Reifen filmen. Die Kante ist auch 100% da. Und ja, wie gesagt, war geil, war sehr lang, war wirklich lang. Die Zieleinfahrt war ganz geil mit den Steinen, da bin ich ungefähr 10 Mal umgeflogen, das war richtig geil, weil ich immer ein Loch rein bin. Aber hey, Tag 1. Vor allen Dingen, du trugst ihn an, als ich durchs Ziel fahre. Wir haben keine. So, liebe Leute, wir sind vom Rennen, ich hab gefinisht, wir sind ins Hotel, waren vorher kurz einkaufen. Ich bin direkt ins Bett, also geduscht ins Bett, habe eine Stunde Mittagsschlaf gemacht. In der Zeit hat Armin und Kevin haben das Bike fertig gemacht. Dann haben wir gesagt, wir gehen essen, dann machen wir jetzt gerade Essen. Ja, jetzt holen wir uns noch eine Kugel Eis, danach geht es direkt ins Hotel. Dann machen wir noch 2-3 kleine Sachen am Bike, bereiten die Trinkblasen vor für morgen. Dann gehe ich zur Physio und dann gehe ich direkt ins Bett. Ich bin voll im Arsch. Also bis später. Ich habe natürlich voll vergessen, euch mitzunehmen, als wir jetzt nochmal am Motorrad waren, aber wir haben nicht mehr viel gemacht. Ich habe nur nochmal den Helm kurz geputzt, wir haben die Rucksäcke mit hochgenommen, weil wir jetzt praktisch noch die Trinkblasen auffüllen. Ich liege gerade beim Pauli auf der Physiobritsche, der ist gerade fertig geworden. Jetzt tapen wir noch die Füße, weil die ein bisschen Probleme machen, aber das war auch vorher schon. Und ja, danach geht es direkt ins Bett. Und morgen müssen wir 5.30 Uhr aufstehen. Ich weiß gar nicht, warum wir heute aufgestanden sind. Aber ich denke, heute war ein bisschen eher. Dadurch, dass ich ja nach hinten gerutscht bin mit den Plätzen, bin ich auch ein bisschen später dran. Und ja, Pauli macht jetzt hier noch meinen Fußverband. Übrigens, falls ich es noch nicht gesagt habe, Pauli ist eigentlich mein Physio auch in der Bundespolizeisportfördergruppe und ist auch Nationalmannschaftsphysio in vielen verschiedenen Sportarten, aber hauptsächlich oder immer im Wintersport. Und ja, jetzt ist er hier dabei. Willst du da gleich das noch drunter machen mit? Ah ne, da gehst du. Da hab ich schon was drauf schon. So. Kommt zu mir. Bisschen anziehen. Die Füße sind fertig getaped. Oh, Fahrstücke zu. Meine Haare sehen aus. Aber sie sind nicht so schlimm. Bär Rennen gefahren. Naja, ich gehe jetzt ins Zimmer, bereite die Blasen vor, dann gehe ich ins Bett und wir sehen uns morgen früh zu Offroad Tag 2. Peace! Nachmittagsetappe, Offroad Tag 2, was nimmst du dir vor? Ankommen. Ich will nicht mehr. Hättest du gedacht, dass es so hart wird? Nee. Komm mit, Kevin. Ja, natürlich komme ich mit. Ah!